Und da sind wir auch schon wieder mit dem Let's Play FIFA 13 Ultimate Team. Das müsste Folge 27 sein. Das könnte auf jeden Fall ungefähr so stimmen. Und wir zocken jetzt einfach mal eine Runde im Silber Cup. Beziehungsweise geht das überhaupt? Ja, probieren wir kurz aus. Silber Cup, ja. Ja, ist mir klar, dass ich diese Mannschaft hier nicht verwenden kann. Und zwar mit dem Silber-Hybrid-Team, was ich euch ja auch schon vorgestellt hatte. Ja, ich... So, Resonaras bekommt erstmal einen Vertrag. Und ich denke mal, auch so können wir damit nicht spielen, weil der Goldspieler auf der Bank sind. Ja, genau. Tauschen wir Mancholibo mit dem hier. Robinho tauschen wir mit Pirlo. Und auch Adriano sollte noch hier auf the bank kommen. Und Pato. Also die drei, die fünf auf der Reserve müsste man so machen können, glaube ich. Ah ne, den muss ich ja gar nicht tauschen, da ist er Silber. Den tausche ich mal mit dem Verein. Und Bronzespieler, wenn ich die da hinstelle, müsste das eigentlich in Ordnung gehen. So. Jetzt seht ihr da schon ganz viele Bronzespieler und warum habe ich so viele Bronzespieler, so viele gute? Und ich würde sagen, das seht ihr erst in Folge 28. Ja, da sage ich jetzt auch noch gar nichts zu. Und ja. Das dann demnächst. Und jetzt suchen wir einen Gegner. Und gucken, ob wir einen finden. Bin echt mal gespannt, wie sich hier die um Opare, Owusu, Abeyi, weiß nicht, wie heißt der im Sturm nochmal, El Nussi, Huseklepp haben wir noch, wir haben noch Fetfazidis, Almebek, wie die sich alle so machen, ob man damit auch ganz gut spielen kann. Mal kurz weg, solange wer sucht. So, dann wollen wir mal gucken. Gerade das habe ich hoffentlich rausgeschnitten, wenn ich dran gedacht habe. So, und ein Silberteam mit... Ja, okay. Nottingham Forest ist das hier komplett. Sieht natürlich sehr interessant aus. Chemie nur 97, sage ich jetzt mal. Iren haben wir dabei, einen Algerier, einen aus Amerika, einen Walisen, einen Spanier und sonst Engländer. Aber alle von Nottingham Forest. Und wieder mal ein Pokalspiel. Und das könnte richtig interessant werden. Beide Mannschaften. Und da ist meine Mannschaft auf jeden Fall stärker. Hoffentlich bin ich selbst auch stärker und nicht nur meine Mannschaft. Okay, schon mal souveräne Aktion vom Gegner, der hatte wohl Schiss. So und schön in die Spitze vorgedrungen. Schade, das wollte ich anders machen, das könnt ihr euch wahrscheinlich fast denken. Oh, und schade. Aber das geht ja gleich mal relativ temperamentvoll los in dieser ersten Halbzeit. Joa. Der Gegner scheint irgendwie ganz gerne ins Aus zu schießen, so freiwillig. Finde ich gut. Habe ich nichts gegen. Kann er sich den Ball holen? Wo ich auch nichts gegen hätte, wäre, wenn er gar kein Tor machen würde einfach. Also da hätte ich jetzt nichts gegen. Ja, und dann steht er natürlich ganz gut. Kann er mir ruhig überlassen prinzipiell. So, schlechte Aktion. Ja, dachte ich, komme ich durch. Gut angenommen und behauptet. So, Fetfazidis. Schade, da wollte ich auf den passen, weil ich nämlich gesehen habe, dass da noch wer anders stand, der das Abseits aufgehoben hat. So. Boah. Wollte ich dir bei dem Torwart überlassen, nämlich Proto heißt er. Der ist richtig gut. War auch gar nicht mal so preiswert für einen Silbertorwart. Spielt sich
sich herrlich bei. Ja, so kann es weitergehen. Fett Fazilis. Da scheint keiner vorbeizukommen. Und Ecke. Einen Eckball zur Folge. Oh, und habe ich natürlich mit Huseklepp einfach mal draufgezogen. Nach 15 Minuten, aber der geht rein. Können wir uns hier nochmal reinziehen. Volley eigentlich reingesemmelt, sagt der Kommentator da. Das war für mich eher hundsmiserabel angenommen und einfach mal ohne direkt weiter zu verarbeiten irgendwie den Fuß Richtung Tor gehalten. Also Volley reingehämmert ist für mich jetzt was anderes. Da wollte ich den Gegner an die Wand tricksen, weil ich daran ja so ein Profi bin. Hab da bisher bestimmt schon voll oft, habt ihr das bemerkt, dass ich daran so ein Profi bin im Tricksen. Boah, der geht aus. Denke ich mal. Ich bin einfach mit dem Torwart so ein bisschen dahin gelaufen. Proto kann dann natürlich schließlich auch mal Bewegung haben. Da hatten wir in der Schule in Chemie mal einen ganz witzigen Film. Der hieß, der Gegner macht den Ausgleich. Nee, so hieß der nicht. Der hieß irgendwie, keine Ahnung, irgendwas mit Protonen und Neutronen, irgendwas in Bio oder Chemie, eins von beiden. Und der Typ, also war so eine Dokumentation irgendwie. Der Typ, dieser Moderator von dieser Sendung, hat einfach mal nicht Proton gesagt, sondern Proton. Das hört sich einfach so dermaßen witzig an. Und dann hatten wir nochmal einen Film in Bio, wo eine Frau gesprochen hat, die hatte eine Frisur wie eine Klobürste. Das war auch ziemlich witzig. So, in den Lauf, aber schlecht in den Lauf, muss man echt sagen. Stark gemacht. Sicher in der Ballbahn. So Maniatidis oder so, habe ich ja letztes Folge schon gesagt, oder vorletzte Folge, dass er so ein bisschen notlösungsmäßig war. Weil er halt Olympiakos, ne? Aua, das tat weh, bestimmt. So, jetzt versuche ich es mit einer Art Kick and Rush. Ja, klar, manche von euch werden jetzt einfach sagen, der Pass war voll gezielt in Lauf und so, aber das war letztendlich auch nicht mehr als Passtaste gedrückt und darauf spekuliert, dass den vielleicht irgendwer bekommt. Ups, da war eine Station zu weit. Ja, super souverän. So, da nicht viel anders. Und wenn er da halt mal Glück hat, dann ist es das Tor. Mit solchen Pässen so in den Lauf, die mit Glück mal irgendwie ankommen. Und da bringt er den Fuß noch dazwischen. Jetzt beeilt euch mal, da ist ein schöner Konter drin. So, Owusu Abeyi oder wie auch immer der heißt. Und so gerade noch abgeblockt vom Gegner, sonst wäre das sehr gefährlich geworden in dieser Situation. Diouf. Nicht der von Hannover, aber ebenso gut, wenn nicht sogar noch besser. Und Kemp, der offenbar der Torwart von dieser Mannschaft ist, hält den Ball fest. Boah, und schon wieder so ein Pass. Und Owusu Abeyi ist es wieder. Findet seinen Mitspieler. Boah. Da wird Diouf wieder ein bisschen abgedrängt. Mein linker Mittelfelder übrigens Diouf und Owusu Abeyi ist der rechte. Also beides Afrikaner müssen es beide sein. Oh, da habe ich den mal ein bisschen verunsichert, indem ich mit dem Torwart rausgelaufen bin. Und boah Gott, das war definitiv nicht so geplant. Bin ich aus Versehen auf die Taste gekommen. Und Opara, mein schneller rechter Verteidiger. Da freut sich der Trainer. Schade. Fett Fazilis.
nicht ganz. Und der Gegner wieder mit so einem seiner Pässe. So, und Fett Fazidis, El Newsy. Und Collins bei den Gegnern. Fett Fazidis, El Newsy. Und jetzt starten sie im Konter. Und Halbzeit 1-0 für mich. Sieht gut aus. Und ich unterbreche mal kurz. Jo. Da bin ich wieder. Und Huseklepp ist auch mal für ein Dribbling gut. Und schade. Auch wieder eine ganz gute Situation. Und schon wieder eine Grätsche. Wunderbar herausgespielt. Und mit dem Kopf hat er es gemacht. Oh, beinahe. Fett Fazidis war da mit dran. Und Huseklepp müsste es noch gewesen sein. Boah, der ist ja wirklich schnell, der Owusu Abe. Das merkt man ja sogar, wenn er nicht im Dribbling, also im wirklich Power-Sprint ist. Ja gut, da konnte er nicht wissen, der Fett Fazidis, dass ich ihn anspielen will. Boah, schöner Schuss. Ich weiß gar nicht, wer es gerade war. Und mein linker Verteidiger tritt hier den Eckball. So, und jetzt sind wir gerade ein bisschen besser als der Gegner. Ja, das verlangsamt das Spiel natürlich unnötig, dass Diouf da nicht sofort drankommen kann. Aggressives Tackling. Bis hierhin und nicht weiter, sagt der Abwehrspieler. So, und jetzt schalte ich auch mal auf ein bisschen defensiver. Das eröffnet manchmal traumhafte Möglichkeiten, aber so ein Steilpass, der muss auch ankommen. Oh, schade. Ein schneller, ein wunderbarer, direkt vorgetragener Konter und doch kein Tor. Und auch wenn es jetzt komisch klingt, dann musst du den auch machen, wenn du das Ding so spielst. Andy Reid. Ah, ein klasse Doppelpass. Reid auf links bei den Gegnern. Und für mich, ich bin sofort wieder da. Oder bin ich wieder? Proto holt den wieder sicher. Diouf. Ja, gut. Auf El Newsy ist vielleicht ein bisschen, nicht per. Was ist das Gegenteil von pessimistisch? Ich hab's gerade irgendwie. Optimistisch, so. Oh, da muss er ganz knapp im Abseits gestanden haben. El Newsy vermutlich. Ja, sehr knapp. Sehr knapp, sehr knapp. Das ist eine ganz enge Geschichte. Das ist eine Zentimeterentscheidung. Und gar kein so schlechter Freischuss vom Gegner. Geht hoch auf einen seiner Spieler. So schwache Abwehrleistung. Boah, und sehr schön, dass Huseklepp sich da durchsetzen kann. Sehr überzeugend. Und da habe ich mal geswettet. War mir in diesem Fall mal kurz egal. Und El Yunusi. El Yunusi heißt ja gar nicht. Der ist El Yunusi. In der 68. Minute mit dem 2-0. Also ich glaube, da sind wir im Viertelfinale so gut wie sicher. Wenn ich jetzt da nicht irgendwie noch die verrücktesten Dinger reinbekomme. Was ich nicht vorhatte. So, und der ist natürlich einfach zu schnell für den Gegner. Flanke. Und der Gegner macht genau in dem Moment Pause. Was das soll, weiß ich nicht. Gucken wir uns mal kurz die Stats an von Owusu Abeyi. Hier bei so solchen Stats. Was hat er da? Schusskraft 88. Boah, krass.
5 Sterne Spezialbewegung, 93 Antritt, 84 Beweglichkeit, 93 Sprintgeschwindigkeit, 93 Ausdauer, 82 Ballkontrolle, 83 Dribbling. Also wenn irgendwer mit dem Ball schnell irgendwo hinkommt, also mit dem Ball am Fuß schnell irgendwo hinkommt oder auch ohne Ball am Fuß, dann er. Und ich würde sagen, jetzt gibt es erstmal die Ecke. Und die schießt wieder mein linker Verteidiger vermutlich. Musi kommt für Koppinger. Und Abschluss. Und 10 zu 7 Schüsse für mich. Ja, passt ja. Das ist schon klasse, wie der Verteidiger da hinten steht. Komm. Ja, das hat er kommen sehen, als hätte er es gar nicht. Mann, ja, ist wieder Fuseklepp. Ja, den wollte ich eigentlich schon wieder nicht anspielen, aber habe ich natürlich nichts dagegen. Weil der sich ja so gut frei rennt und macht echt Bock eigentlich mit diesem Team zu spielen, muss ich bisher feststellen. Stark gemacht. Jawohl, abgefangen. Boah. Und wieder Huseklepp, der mir sehr gut gefällt. Stellen wir mal wieder auf ausgeglichen. Nicht, dass ich hier wieder irgendwie, dass das so aussieht, als würde ich total bunkern nachher in der Aufnahme. Das will ich ja auch nicht. Und der Neue ist dran, Musi. Gegen ihn aber Huseklepp. Wow, und ein Fallrückzieher. Gar kein unglaublich schlechter, aber halt nicht genug Kraft hinter. Deswegen wird daraus erstmal nichts. Und Proto kann ihn halten. Ah, da bin ich immer so ein Schrittchen zu spät, um den Pass noch zu spielen. War mir ziemlich klar, dass er da wieder in den Rückraum passen wollte, deswegen habe ich das dann mal gleich zugestellt. War mir lieber. Irgendwie fände ich es jetzt nicht so cool, noch das Gegentor zu kassieren, weil es dann einfach wieder unsicher wäre. Aber 7 Minuten Verschluss mit einem 2:0 dazustehen, ist doch mal gar nicht so schlecht. Denn selbst bei einem 2:2 würde ich noch in die Verlängerung gehen und da ich tendenziell besser bin als er, ist Verlängerung ja auch nicht so schlecht, weil ich dann wahrscheinlich gewinnen würde, hoffentlich. Aber soweit lassen wir uns jetzt auch mal gar nicht kommen. Denn Proto hat den Ball und ich mache kein Zeitspiel natürlich. Habe ich übrigens lange nicht mehr aufgegriffen, das Thema Zeitspiel. Aber das erübrigt sich auch eigentlich, weil meine Meinung dazu klar ist, die nicht geändert werden kann und ja. Es mir deswegen mehr oder weniger egal ist. Und NUC, boah. Eigentlich mit dem R1-Schuss El-Yunusi so. Hätte er schon reingehen können. Und jetzt wieder mein linker Verteidiger, von dem ich immer noch nicht genau den Namen weiß, mit der Ecke. Und Owusu Abe hätte eine Schusskraft von 88 da stehen gehabt. Da, den haben wir uns ja gerade noch angeguckt. Hätte ich dann natürlich auch versuchen können. Opara. Gerade noch rechtzeitig geklärt. Fetfazidis. Zieht vorbei. Boah. Und mein Einwurf dürfte jetzt so ziemlich die letzte Chance sein, für mich noch das 3:0 zu schießen oder für den Gegner noch das 2:1 zu schießen. Also insgesamt letzte Chance quasi. Ja, und obwohl ich da auf dem Weg zum 3:0 war, pfeift er ab und 2:0 sieht besser aus als mit dem Goldteam im letzten Spiel. Also das auf jeden Fall. Huseklepp, genauso wie er mir gefallen hat, 9,8. Duf war nicht so auffällig, außer in der Anfangsphase, nur 6,6. Und der Rest eben durchschnittlich. Meine Innenverteidigung war gut. Juhas, der, den ihr da seht, mit 8,1 neben Almebeck war er mehr oder weniger die Notlösung, weil der Donk hin könnte. Für Donk hätte ich übrigens das Geld gehabt, habe ich aber nicht für ihn ausgegeben, sondern für was anderes. Und was das ist, würde ich sagen, das erfahrt ihr, nachdem wir ja noch knapp 600 Münzen kassiert haben. Was das ist, wofür ich da wieder Geld ausgegeben habe, oder Coins besser gesagt, erfahrt ihr, nachdem ich mich ausgestreckt habe. Nein, das erfahrt ihr in der nächsten Folge und ich würde sagen, wir sehen uns bis dann.